meine Geschichte ist folgende. Ich habe im Jänner 2000 zufällig bei einer Blutspende die Diagnose HIV, HCV koinfiziert bekommen. Das heißt, HIV kennt sie jeder, HCV heißt Hepatitis C Virus. Und ich bin eben beides positiv getestet worden. Ich habe in der Folge dann 14 Jahre Medikamente genommen, die mir das Leben sehr schwer gemacht haben. Sehr viele Nebenwirkungen, zum Teil extrem schwierige, zum Teil sogar lebensbedrohliche zum Ende. Was erschwerend bei mir dazu kam, ist, dass ich vor knapp 4 Jahren zusätzlich noch Leukämie diagnostiziert bekam. Und man hat mit mir einfach ein Experiment ausprobiert und hat HIV-Medikamente und Leukämie, also Chemotherapie und HIV, beides sehr belastend, an und für sich schon separat. Und ich wäre fast daran gestorben. Ich habe vor 2,5 Jahren dann alle Therapien abgesetzt, weil ich nicht mehr konnte, weil mein Körper es nicht mehr zugelassen hat, Medikamente zu nehmen. Und bin seitdem nur mit Cannabis gefahren, auf Deutsch gesagt, ja, so. Und ja, wie man sieht, geht es mir nicht so schlecht damit, ja. Und ich bin, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass Cannabis eine gute Sache ist für die Menschheit. Ich bin hier, vertrete, sage ich mal, die Patientenschaft und in meinem speziellen Fall hilft mir Cannabis sehr wohl, allerdings nicht in der jetzigen legalen Form als Monosubstanz, sondern ich benötige das ganze Spektrum der Pflanze. Das heißt, alle 80 Cannabinoide, die enthalten sind, weil ich kann mich bei meiner Diagnose nicht auf eine Monosubstanz verlassen. Und deswegen hoffe ich, dass das ein Schritt ist, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen hier mit diesem Buch von Dr. Kurt Blass, den Politikern die Augen öffnet und sich die Situation vielleicht dahingehend ändert, dass man heute gewählt wird, nicht wenn man Cannabis verdammt und verteufelt, sondern wenn man sich vielleicht mit dem Thema vernünftig auseinandersetzt. Und gerade in der Medizin ist Cannabis ein nicht mehr wegzudenkender Stoff. Und ich hoffe und bin sehr guter Dinge, dass wir in Zukunft anders damit umgehen können. Ja, und dass es eben legal wird für die Medizin.